Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder den Farming Simulator 2015. Was machst du hier für einen Scheiß? Auf den Niederlanden zusammen mit dem Toto. Hallo. Was machst du für einen Scheiß? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Bei meinem Glück fällt er gleich um. Ja. Großes Kino. Jetzt mal. Das ist professionell hier angesetzt. Ja. Bis voll. Ja, bis oben hin. Professionell. Was? Das steht da, als jetzt die jetzt Wasser hingeschwemmt hier. Weißt du, weil du gleich lootscht? Silo ist leer. Echt jetzt? Ja. Da drehe ich aber vorne und hinten nicht für den Häcksler. Oder vertue ich mich da gerade? 300.000 brauchen wir für den Häcksler. Wie viel? 300.000 hast du das letzte Mal gesagt. Gucken wir mal ab. Mal gucken wir mal, was. Was wir da machen können. Ja. Der Scheiß hier wieder los. Oh Mann. Kann man den Trigger nicht ein paar Millimeter nach vorne setzen, dann würde so eine Scheiße hier auch gar nicht passieren, ey. So Holländer, ey. Verdammt nochmal. Hey! Wahnsinn! Wupp. Lasst ein Like da! Wenn ihr auch solche Fahrskills haben wollt, dann lasst ein Like da! Wenn ihr wieder eine Folge sehen wollt, wo Friedi das abgepuckt sucht. Könnte noch ein bisschen was drin sein, aber vieles nicht mehr. Es gibt ja das nicht komplett aus, ey. Ja, aber lass die voll ist und das nochmal eben ein bisschen verarbeiten. Ich nehme mal eben die Zeit ein Stück höher. Ups. Okay, kann's abkippen. Leer? Ja. Okay, 224.000 haben wir. So, Mods.
Erntemaschinen. Wir wollten den John Deere haben, ne? Ja. Der kostet 286.000. Wenn wir aber unsere Erntemaschine verkaufen, hätten wir genug. Und dann häckseln wir die ganzen Maisfelder, machen daraus Silage und kaufen uns dann eine neue Erntemaschine. Was hältst du davon? Ja. Machen wir so, ja? Ja. So, ich verkaufe das jetzt. Weißt du, was habe ich jetzt gemacht? Was haben die jetzt verkauft? Noch gar nichts verkauft. Das ist schon mal gut. Ach, hier. Verkaufen! Ich verkaufe das Schneidwerk direkt mit. Jo. Gut. Mods, Erntemaschinen, den John Deere 8600i kaufe ich jetzt, ja? Das wäre so nett. Gekauft. Wow. Zurück. Schneidwerk. Welches Schneidwerk brauchen wir jetzt? Das John Deere 686 oder was? Ja. Ist gekauft. Soll ich noch dazu den John Deere 659 kaufen, der das Stroh häckselt? Ja. Ich mach Standardfarbe. Okay. Jo, dann. War ich jetzt das Ding. Da haben wir den neuen John Deere, meine lieben Freunde. Ist das nicht geil? Das ist geil. Sag mal, welches Feld du zuerst häckseln willst. Wo bist denn du? Ja, oben beim Shop. Zwischen 25 und 14. 25 und 14. Ja. Moment. Zwischen 25 und 14. Ach, da oben. Ach, wir nehmen hier direkt, fangen wir mit Feld 30 an. Was hältst du davon? Ja, entweder da oder unten direkt beim Biomasse-Heizwerk. Ich komme runter zum Biomasse-Heizwerk, dann können wir es direkt da in die Silos kippen. Ja? Ja. Bin unterwegs. Geiles Gerät. Muss ich ja schon sagen. Das Ding ist geil. Geil ist das, würde ich mal behaupten. Hey, wake up. Alter. So, okay. Wurde gerade angestupst hier im TeamSpeak. Aber da hat mir nur jemand Glückwünsche gewünscht. Dann lassen wir es durchgehen. Ich wollte schon sagen, jetzt gleich raste ich aus. Aber gut. Also 39, ja? Ja. Hoffe ich, dass hier kein Graben ist. Und natürlich ist hier ein Graben, ey. Gucken wir mal, ob andere Seite kein Graben ist. Weil irgendwo muss der Toto ja auch neben mir fahren können, ne? Aber da ist auch ein Graben. Fuck. Ja. Toto, wie machen wir denn jetzt? Wie, was machen wir denn jetzt? Ja, du musst ja irgendwo neben mir fahren können. Aber links und rechts ist jeweils immer ein Graben. Also das heißt, du hast nur eine ganz schmale Breite, wo du neben mir fahren könntest. Und ja, doch, nee, das schaffst du locker. Also da gehe ich aber ganz krass von aus, dass du das
Schaff's. Deswegen fahre ich ja auch. Kelle. 10 Meter Platz. Ja. Der sieht echt gut aus, der Häcksler. Der sieht wirklich gut aus. Da muss man echt mal sagen. Nicht immer Krone. Ja, mal was Neues, ne? Ja. So. Lass die Spiele beginnen. Oh, der hat auch gut Power. Ja, Leute, Mai Sexton ist angesagt. Das ist ja geil. Jetzt verdienen wir Geld. Jetzt machen wir Monedas. Und in 3 Folgen haben wir den kompletten Fuhrpark ausgetauscht. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt direkt eine Erntemaschine neu kaufen. Ja. Weil sonst war's das. Ja, das musst du dann dem Mann sagen, der hier am Shoppen ist. Jo, wir haben neue Trecker und alles. Hast du denn noch einen neuen Erntemaschine gekauft? Verdammt! Irgendwas war da. Haben was vergessen. Der ist wirklich schön. Also Respekt an den Modder hierfür. Würdest du mal bitte richtig fahren? Entschuldigung, ich war mir den gerade mal ein bisschen am angucken hier. Also der ist wirklich gut gemacht. Ja. Fährst du mit GPS? Nee. Das merkt man. Halt's Maul. Du tust mich nämlich hier gerade in den Wassergraben drücken. Oh, Entschuldigung. Ja, machen wir so Experimente. Vielleicht hängst du mit dem Ding im Wassergraben. Mach nicht so Experimente. Ja. Jetzt hast du aber auf jeden Fall genug Platz erstmal. Mir hat der Platz ausgereicht. Ach. Leute, der labert wieder eine Dünnschiss hier, ist unfassbar. Ey. Was ist denn los? Hä? Was ist denn los? Halt mal Maul. Was denn? Ist fest per GPS? Nee. Warum? Ich frag nur, weil das so lang dauert. Nee, nee. So einen Scheiß würde ich nie tun. Ach, Toto, Moto. Was machen wir nur mit dir? Surfers per GPS. Was? Nö, wieso? Surfers mit GPS. Alter, du kannst, was du quatschst du denn? Du kannst doch immer 3 Meter grad ausfahren. Ja, sicher. Vor allem hätte ich das GPS ein bisschen weiter nach links gesetzt, damit du auch alles mitnimmst. Ich hab kein GPS an. Ich fahr Innenansicht. Ja. Ja, was? Glaubst du mir das nicht, oder was? Nee. Warum nicht? Weil du nicht so gerade fahren kannst. Ja, Alter, ich streng mich hier gerade voll an. Ich hol hier meine ganzen LS-Skills raus und so. Das ist hier einfach nur... Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also. Strengt sich voll an. GPS... Der Tempomat drin und hat die Füße oben auf dem Schreibtisch liegen. Was der von mir denkt, meine lieben Freunde, Alter, das ist ja unfassbar. Ey. Ja, unfassbar. Ich werd's ja sehen. Ja, das kannst du dir gerne angucken. Und weh. Ach ja? Also du guckst dir die Folge an, ja? Ich guck mal jede Folge guckst an. Guckst du auch in die Facecam? Ja. Dann guck mal jetzt. So. Dann die GPS, du Schlampe.
Stimmt ja gar nicht, ey. Was der wieder für eine Storys hier erzählt, meine lieben Freunde. Das ist unfassbar, ey. Wir haben ein Problem. Alter! Das ist doch nicht wahr. Nur mal ganz normal das Fell texten. Das muss bei dir immer ausatmen. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Däumchen nicht vergessen. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und wir sagen tschüss und bis morgen. Haut rein! Tschüss!